Grüß Gott und herzlich willkommen bei Schneiderweiß in Kelheim. Ich darf Sie nun einladen zu einem Rundgang durch die Brauerei. Viel Vergnügen dabei. Ja, mein Name ist Stefan Butz. Ich bin Biersommelier bei Schneiderweiße seit 5 Jahren. Und wir sind hier im Sudhaus, in dem alle Rohstoffe miteinander verarbeitet werden. Laut Reinheitsgebot ist es Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und wir haben das große Glück, dass wir eigentlich direkt in den Rohstoffen sitzen. Das heißt, wir haben die Hallertau direkt in der Nähe, wir haben die Malze aus dem Juragebiet in der Nähe. Und das erlaubt uns einfach, sehr spezielle Biere mit diesen speziellen Rohstoffen zu brauen. Wir sind jetzt hier im Bierkeller mit den offenen traditionellen Bottichen. Wir vergären hier unsere Bierwürze zu CO2 und Alkohol mittels der obergärigen Weißbierhefe. Das Ganze dauert ca. 5 Tage bei 20 Grad Celsius. Wenn es hier fertig vergoren hat, dann entleeren wir die Bottiche und füllen das Bier in Flaschen ab. Ich bin Vertriebsleiterin bei Schneiderweiße. Seit 18 Jahren bin ich im Unternehmen. Es macht mir riesig Spaß, die Weißbier-Spezialitäten von Schneider in der ganzen Welt zu verkaufen. Wir sind ein Team von 17 Leuten, verkaufen Schneiderweiße natürlich in unserer Heimat Bayern, in ganz Deutschland, in Europa, Südamerika, ja eigentlich auf der ganzen Welt. Wir befinden uns hier in unserem Barrikkeller. Er heißt deshalb Barrikkeller, weil hier lauter Holzfässer darin stehen, die wir aus Frankreich gezogen haben, sogenannte Barriques. Wir benutzen diese Fässer, um bestimmtes Bier zu reifen über einen Zeitraum von 8 bis 10 Monaten. Dieses Bier wird dadurch geschmacklich verändert, verbessert nach der Zeit. Nach 8 oder 10 Monaten füllen wir das Bier in Flaschen ab und lassen es nochmal für ca. 6 Monate in der Flasche weiterreifen. Ich bin Hans-Peter Drechsler, Braumeister hier bei Schneiderweiße, jetzt seit ziemlich genau 35 Jahren. Hier in Saal wird das Bier aus der Brauerei angeliefert. In den Reifelagern bleibt es hier noch 14 Tage stehen zur Nachgärung. Hier bildet sich CO2 und Alkohol. Nach der Freigabe vom Labor können wir dann das Bier weltweit ausliefern. Mein Name ist Franz Radwitz. Ich bin Mitarbeiter der Brauerei Schneider & Sohn seit 1979. Seit 2002 bin ich Leiter der Logistik. Seit Gründung unserer Brauerei 1872 durch meinen Ur-Ur-Urgroßvater Georg den I. Schneider sind schon einige Jahre vergangen. Eines ist uns aber geblieben, wir sind Familienbrauerei geblieben. Nicht nur, dass der Familie die Brauerei gehört, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich als Teil dieser Familie. Wir haben tolle Kompetenzen ausgebaut, wir können uns blind aufeinander verlassen und das befähigt uns Tag für Tag ganz spezielle und besondere Biere zu brauen. Und die wollen wir natürlich jetzt probieren, am besten im Biergarten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen viel Spaß und Prost. Auf Wiedersehen.